Warum? Wisst ihr was? Ich habe so viel Spaß auf das Spiel, dass ich heute noch einen Part mache. So, ja, ist morgen fängt eh der Sommer an, also wird im Spiel. Kevin, du hast doch alle nötigen Vorbereitungen getroffen, oder? Ja. Dann lass uns mal hinein. Die Sätze sind so lang formuliert wie noch nie. Okay, ich bin doch nicht vorbereitet. Nee, Spaß, gehen wir mal rein in die Grundwassersenke, ist es, glaube ich. Kevin, bei denen stößt man nur auf taube Ohren. Echt ein lästiger Haufen. Als ob man ein solches Kind Pokémon... Das Wort habe ich noch nie gehört. Behandeln könnte. Da können nur die Pokémon doch nur leid tun, oder nicht? Mit deinem Pokémon verhält es sich nicht anders. Gib sie uns! Ach was, wir nehmen sie uns einfach. Blieben Plasma! Oh mein Gott. Was hast du für Lilo, glaube ich, oder? Oh, danke, Lotz. Okay. Ich muss dauernd husten, das regt mich auf. Ja, geil. Wenn ich mache, dann verkneife ich mir einen Husten. Nicht wundern, ja? Wird wahrscheinlich öfters in den Parts vorkommen, dass ich machen werde. Oder... ja, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Das war jetzt nur gespielt, aber das wird schon passieren. Ihr werdet schon den Unterschied merken. Wie dasselbe Taktik wie immer mit unserem Sodamak-Kraftschub. Angriff von Affe steigt. Spezialangriff von Affe steigt. Nagelos setzt Biss ein. Aua. Was soll Affe tun? Nagelos setzt Scanner ein. Ach, gut, dass wir mit angegriffen haben. Scanner schützt vor einem Angriff. Aber es kann mir egal sein. Scanner ist eine unnötige Attacke. Ist nur eine Verzögerung, wenn ich. Bringt höchstens, wenn das Pokémon Toxin kann und der Gegner stark vergiftet ist, dann kann man Schutzschild oder Scanner verwenden, aber... Ansonsten ist die Attacke nur unnötig. Unnötig! Okay, der Angriff ist genug erhöht worden. Kratzfurie. Achso, er setzt Geduld ein, dann meinetwegen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Tschüss. Und Trainer dauern. Oje, Mini, ich fliege gegen ein Kind. Was für ein Schock. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht weiß, macht dumm. Ich frag mal, weil er bleibt dumm. Wir sind immer recht. Wir können da verlieren. Gut gemacht, Kevin. Los, gebt uns jetzt die Pokémon zurück. Warte, du brauchst es nicht zurückzugeben. Es ist schon traurig. Wir werden nicht nur missverstanden, man stellt sich auch noch in den Weg. Ihr seid zu zweit und wir auch. Wir demonstrieren jetzt euch unsere Zusammenhalt. Dann erkennt ihr schnell, dass wir im Recht sind. Ihr müsst irgendwo ein Nest von denen sein. Ihr seid nichts weiter als Pokémon-Diebe und daher mal... Mein Lieber, ganz still. Kevin, wir zeigen denen jetzt mal, dass man sich mit den Sandkastenfreunden besser nicht anlegt. Doppelkampf! Na, Tatsache, Doppelkampf. Nagelotz und Nagelotz. Oh mein Gott. Die einfallsreichsten Pokémon ever. Das finde ich anfangs scheiße an dem Spiel, dass ständig die gleichen Pokémon kommen. Aber es ändert sich dann mittlerweile. Je mehr Pokémon auftauchen, desto spannender wird das Spiel. Packender und epischer und spannender und was weiß ich. Ach, zweimal bis auf das Pokémon von Chen, er soll mal recht sein. Floing, warum sag ich Floing? Rutenschlag. Wir können aber auch Steppy Feuer einsetzen, spaßeshalber. Dann werden zwei Splatter gegen zwei Nieten kämpfen. Ja, ich glaube, das mache ich mal, damit es epischer wird. Wobei, wir müssen unser Edit. Okay, jetzt mache ich's. Jetzt mache ich's. Sie halt unseres Elisabeth. So, damit sind zwei Starter draußen. Hatte ich noch nie. Dass zwei Starter, unterentwickelte Starter, gleichzeitig kämpfen. Cherims
Floink, das er anfangs gewählt hat, und unser Serpifoy, das wir anfangs gewählt haben, gegen zwei Nagelots von zwei Idioten. So, Rankenhieb, zack. Step. Ist vielleicht Step und weiß was ich noch drauf. Da ist Ketchup noch drauf und so. Deswegen Schockwelle. Das ist schön. Das ist eine Elektroattacke, die immer trifft. Okay, jetzt einmal noch Rankenhieb und tschüss. You die in hell. Danke, liebe Team Plasma. Moment mal, habe ich da etwa verloren? Wie konnte Team Plasma bloß gegen so ein schwächeres Team verlieren? Wir nehmen den törichten Menschen die Pokémon weg und befreien diese von ihrem schrecklichen Joch. Echt ein lässiger Haufen. Was für einen Grund sie euch anführen mögen, den Leuten ihre Pokémon wegzunehmen. Also das geht gar nicht. Ihr Trainer, ihr beutet die Pokémon auch am meisten aus. Wieso sollten Trainer ihre Pokémon ausbeuten? Das ist doch Unsinn. Das Pokémon könnt ihr wieder haben. Aber es kann einem nur leid tun unter eurem eure Untertyrannei. Eines Tages werden wir eure eigene Dummheit erkennen. Oder werdet ihr eure eigene Dummheit erkennen. So ist es richtig. Die Trainer bringen das Beste in den Pokémon zum Vorschein. Die Pokémon vertrauen ihren Trainern und wachsen so über sich heraus. Ich verstehe nicht, wie so einem die Pokémon leid tun sollen. Kennen wir nicht, bringt ihr das Pokémon zurück. Und wir schauen währenddessen nach, was für Pokémon es hier gibt. Und hier ist eins, es ist ein Kieseling? Ah, doch nicht, Flecknoll. Na gut. Ist ein Psycho-Flug-Pokémon. Soll der Ersatz von Zubat sein. Und es kann Windstoß. So, Schockwelle. Episch. Oh, sollen wir es fangen? Ja, natürlich. Pokéball reicht völlig. Und wenn nicht, dann eben ein Superball. Und wenn nicht, dann eben den Hyperball, den wir im Sandkasten gefunden haben. Lol. Oder mit dem Sandkasten-Hyperball können wir uns ein Pokémon in die Wüste später fangen. Das wäre doch auch lustig. Okay. Du hast es nicht anders gewollt. Superball. Hier kommt Superball! Einmal, zweimal, dreimal und Gotcha! Flecknoll, Fledermaus, Größe 40 cm. Gewicht 2,1 Kilo. Ist extrem leicht, das liegt daran, weil es ein Flug-Pokémon ist. Wohnt in dunklen Wäldern und Höhlen, es sendet Ultraschallwellen mit seiner Nase aus, um die Gegend abzutasten. nein. Ach, scheiße, doch. Ich hätte sie Batman genannt, das wäre lustig. Batman! hier ist ein Pokémon, ist es Kieseling? Ja, es ist ein Kieseling. Oder Kiesling. Dieses Pokémon will ich in der Grauen ins Team tun, aber so erstmal muss die Graue rauskommen. Und Schockwelle! Elektro gegen Stein! Oh nein, senkt unsere Genauigkeit, aber ist egal, Schockwelle trifft eh immer. Also nochmal Schockwelle! Oh, Deckel. Okay, der muss jetzt killen, sonst bist du gekillt. So, tschüss. Ach, scheiße, wir hätten... Ich vergesse die Pokémon immer zu fangen. Themen 46, Raub. Ja, Raub ist... Ja. Ja, gut. Aha, was ist denn hier? Was bist du? Rotomurf. Ein Boden-Pokémon, was man nur in solchen Sandhügeln auftreffen kann, was neu ist in der 5. Generation. Naja. Ich werde es versuchen zu fangen, wird aber nicht ins Team reinkommen, ist aber ein gutes Pokémon. Habe ich in meiner schwarzen drin auf dem DS. So, Tagger. Turbo-Dreher? Naja, soll mir recht sein.
Rankenhieb würde es auch nicht, glaube ich. Deswegen greife ich jetzt nur mit Tackle an. Und Turbodress ist keine besonders starke Attacke. Ihr seht ja, wie wenig Schaden es macht. Ich glaube, dieses Rotomorph ist mir ein Hyperball wert. Ist sogar am Boden, ja. Also von daher würde es eigentlich gar nicht so falsch sein. Also ich verwende mal den Hyperball, was soll's. Und ich weiß schon, einen Spitzkampf für ihn. Den werdet ihr gleich sehen. So, Hyperball. Bam. Einmal, zweimal, dreimal und Gotcha! Und der Spitzname. Ich nenne, also erstmal Pokédex-Eintrag. Oh, scheiße. Der Spitzname, ich nenne es Pauli. Da habe ich früher als kleines Kind immer so eine Sendung angesehen, das handelt von einem Maulwurf. Und die habe ich immer sehr gemocht, diese Sendung. Deswegen nenne ich den Pauli. Schreibt man Pauli mit Y oder mit I? Ich glaube mal mit I. So, Pauli wurde aufs... Ja. So, aha. Okay. Kann auch sein, dass man bei solchen Sanddingern auch mal Items einsammeln kann. Kiesling. Und unser angeschlagenes Elisaba. Na gut, eher Trank. Halten wir es einfach mal. Die Tränke müssen eh irgendwann loswerden. Und hier ist es am passendsten. Sandwirbel soll mir recht sein. Und so, ja, Schockwelle trifft eh immer, wie gesagt. Schockwelle! Puste ihn weg! Ui, sieht ganz schön viel ab. Er härtet sich, okay. Ich habe jetzt Angst, dass Schockwelle ihn jetzt killen wird. Ich riskiere es hier nicht. Oder soll ich es riskieren? Was meint ihr? Was mache ich nur? Was mache ich nur? Superball mache ich! Eins, zwei, drei, Gotcha! Oh, wie nenne ich den Stein? Stein, es gibt einen Stein. Ich muss mal kurz nachdenken. Ich habe einen Namen, der ist aber nicht besonders einfallsreich, und zwar nenne ich ihn Rocky. LOL. Wobei, doch, einer von unserem Schachverein, der hat einen Spitznamen Rocky. Also, Rocky, falls du süß, hier bitte. Ein Spitzname. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, alle von der... Ach ja, ich wollte noch ein paar den Eintrag vorlesen. Moment. Pokédex schnell öffnen. Gut, schauen wir uns mal an, was wir gefangen haben. Wir haben Serpifeu. Floink. Nagelotz. Yorklef, Felilo, Sodamak, Düsselgur, Elisaba und Kieseling und Flecknoll und Rotomorph, die ihr gerade nicht sehen könnt. Gut, passt ja. So, oh nein, 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 ich wollte eigentlich nicht zu euch, ich wollte mein Pokémon heilen. Tausend Dank euch beiden, ihr seid echt genial, Kevin. Zu zweit habt ihr das Pokémon zurückgebracht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, Freunde wie euch zu haben. Wir sind keine Freunde. Ja, ich bin dir so unglaublich dankbar. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Toll, Heilball, der schwächste Ball der Welt. Danke. Ah, der Heilball. Wenn du damit ein Pokémon fängst, werden seine KP wieder vollständig aufgefüllt. Also dann, ich bringe das Mädchen nach Hause. Bis später, Kevin. Tschüss. Zwei Worte. Pokémon heilen. Unser Elisaba ist angeschlagen. Ach, ich gehe mal ins falsche Haus. Das ist unglaublich, das ist unglaublich. Ich spiele mal ein bisschen, bla bla da da da. Okay, hier sind wir. Gehen wir mal nach unten. Jetzt kann ich zeigen, was ich in der Trainerschule gelernt habe. Was suchst du hier? Mitten im, auf dem Weg. Die Trainerschule liegt in einer anderen Stadt, naja. Fritzchen, komischer Name. Hey Fritzchen! Oh nein, Elisaba! Gegen Elisaba! Ah, seien Sie stärker, hat das höhere Level, deswegen wechsle ich lieber. Das ist mir zu riskant, deswegen Serpifeu.
Soll mich das beeindrucken? Also bitte. Zack! Und nochmal Rattenhieb. Ja. Oh, Volltreffer. Nicht schlecht, Serpifoy. Was haben wir in Efoy-Serp? Efo-Serp heißt es, glaube ich, die Weiterentwicklung. Ah, hier ist ein Item. Pokéball oder was weiß ich. Gegengift. Naja, wird man kaum brauchen, aber irgendwann werden wir den Show verwenden. Und ihr hört, ich muss sehr oft husten. Ach nee, du schon wieder. Würde ich nie wiedersehen, naja. Kevin, halt! Siehst du das dunkle Gras dort? Ab und zu kommt es vor, dass man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig stößt. Sei daher besonders vorsichtig, wenn du durch dieses hohe dunkle Gras gehst. Also, ich mache mich dann auf den Weg nach Septerna City. Ist übrigens, dieses Gras ist eine super Art, um zu trainieren. Testen wir es mal. Aber jetzt tauchen hier keine auf, das ist nur manchmal so. Also, ihr werdet es schon an einer anderen Musik dann merken. Na genau, Level 10, wie ich das verachte. Schockwelle! Ach nee, Geduld. Naja, soll mir recht sein. Wir haben ja dann noch einen Ruckzuck-Hieb in der Hintertasche. So, und jetzt holen wir aus unserer Hintertasche den Ruckzuck-Hieb heraus. Bam! Tschüss! Und Level Up für Elisaber. Ich will endlich mal zwei Pokémon-Kampf... Warte, ich muss mal erst mal ein Pokémon vorbereiten, sonst sonst kommt Muki wieder dran. Und ich will das nicht. Ja, Serpifoy oder so haben wir. Ja, Serpifoy muss sich entwickeln zu Efoserp. Unglaublich, dass ich den Namen weiß. Viele wissen den Namen von den Startern nicht, die sich weiterentwickeln. Aber ich weiß alle. Scheiße. Ja doch. Die von Fleckner ist Verkokel, glaube ich. Und die von wie heißt der andere? Ach, scheiße. Otaro ist. Der fällt mir. Wobei, Zwotroin heißt die, glaube ich, ne? Ne, Zwotroin ist ja dieses kühlste Pokémon, oder? Ich weiß auch nicht. Kann auch sein, dass ich richtig liege. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ne, ich kill. Wehe, ich warne dich. Wehe, du killst mein Elisaber. Dann raste ich aus. So, bam. So, tschüss. Und, ne? Ich will endlich einen Doppelkampf. Wieder keiner. Du sogar ideal für unser Elisaber. Ach, mir gefällt der Name irgendwie. Elisaber. Seins müsste schneller sein, weil sonst ist ja ein Flug. Naja, was soll's. Aber Elisaber ist auch nicht schön. Nicht gerade langsam. Bitte nicht killen, bitte nicht killen, bitte nicht killen. Oh, ich liebe dich. Also, Ruckzuck-Hieb. So, tschüss. Ach, immer noch keinen zwei. Was ist denn los hier? Was ist denn los hier? super tragen, wir haben keine andere Wahl, wir haben keine anderen Tränke mehr. Und ich habe keine Lust jetzt nochmal ins Pokémon Center oder beziehungsweise nochmal in den Kindergarten zu gelatschen. So, Schockwelle! Ja, toll! Dö. Kein One-Hit-Kill, du enttäuscht mich. Tschüss. Jetzt aber. Doppelkampf. Immer noch keiner. Also, so selten sind die doch gar nicht. Naja, wir haben jetzt Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben unendlich Parts Zeit. Oder wir haben 999 Stellen nach nach dem Nummernzeichen frei. Bis dahin muss ich mir was einfallen lassen. Der Gong hat ja schon den Rekord von dem längsten Let's Play geknackt, und zwar mit 530 Video-Parts. Unglaublich, aber wahr.
530 Parts. So viel schaffe ich nie im Leben. Will ich auch nicht. 530 mal 15 Minuten das gleiche Spiel spielen. Boah, unglaublich. So. Ach Mensch, jetzt. Kill es doch endlich. So schwer kann es doch nicht sein. Elisseba erreicht Level 13. Jetzt aber Doppelkampf. Immer noch keine. Also, so selten sind die nicht. Die sind echt nicht selten. Ja, ich habe irgendwie schon mindestens 20. Okay, übertreibe. Aber nein, 1000 Mal. Naja, soll mir recht sein, trainieren wir eben ein bisschen. Das ist hier mal ein Trainierpart, wo nichts vorangeht. Naja, ist halt eh ein extra Part. Ich wollte eigentlich nicht so lange machen. Ey, ich wollte eigentlich nicht trainieren, sag mal so. Aber egal. Das Spiel macht trotzdem Spaß, oder das Turnier macht Spaß, also unglaublich. Und die Pokémon leveln hier auch viel schneller als in den anderen Generationen. Kommt mir immerhin so vor. In den anderen haben die ja ewig gebraucht, bis sie Erfahrung gekriegt haben. Uiuiui, so Rankenhieb. Und du stirbst jetzt. Weiter haben wir ein Evoserb oder wie auch immer, keine Ahnung. Der Name ist mir nicht so richtig im Kopf, aber Evoserb, glaube ich. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es Evoserb heißt. Komm. Ach komm, jetzt langweilst du mich langsam. Zack. Jetzt trainieren wir doch klar tatsächlich unsere Pokémon. Ich wollte es nicht. Ich wollte mal nur schnell zeigen. Ja, endlich! Doppelkampf! Ach ja, die Pokémon im Doppelkampf sind etwas stärker als die üblichen. Diese hier haben Level 10. Unsere zwei Pokémon sind angeschlagen. LOL. So, Schockwelle auf Dusselgur und Sandhieb auf Elisseba. Oder Elisseba. Elisseba. Nee. Hört sich scheiße an. Ich nenne es Elisseba, hört sich viel besser an. Was? Blitz? Nein! Nein, sag bloß! Ach, es hebt die Effekte von Elektro-Tang auf. Du Spasten! Und die Attacke ist sehr effektiv. Danke. Jetzt bin ich sauer. Ich mach dich... Ich werde dich zum Affen. Okay, so, Schockwelle können wir nicht einsetzen. Da hilft nur ein... Was habe ich eingesetzt? Ich wollte doch keinen Rutenschlag einsetzen. Ich wollte Rucksack finden, so. Und jetzt, Arachner auf dieses Dusselgur, das echt einen Dussel hat. Das ist mein, Serbi voll mit einem Windstoß gekillt habe. Wieder Windstoß. Die Taube, Nuss. Jetzt können wir wieder Elektroattacken einsetzen, so. Meine ganze Kraft gegen dieses doofe Grohr. Schockwelle! Kill! So, tschüss. Ja, gut, jetzt haben wir ein bisschen unser Elisseba trainiert. Je nach Strategie des Trainers können auch untrainierte Pokémon im Kampf ihre Stärken und Schau... Ihre Stärken zur Schau stellen. Ja, schön für dich. Schulkind sieht mir eher aus wie eine Streberin, aber gut. Fleckneul! Was, wir haben keinen Fleckneul? Ja, stimmt, wir haben da keins gefangen. Ich wollte ja eins Batman nennen. Egal, dann fangen wir später irgendwann mal eins. Das heißt wohl gar nicht. Na egal, so wichtig ist es mir auch nicht, dass wir alle Pokémon fangen. Ist ja... Was war denn das für eine Attacke? Hab gerade ein Ding gesehen. Ich glaube, das war die Spezialattacke von Fleckmann. Kann das sein? Hat Fleckmann eine Spezialattacke? Ich hab keine Ahnung. So, tschüss. Ja, zum Level reicht es nicht ganz, aber egal. Und hier ist eine kleine Brücke. Und hier ist ein Item. Holen wir es aber erst, wenn wir in Septerna City waren. Diesen Trainer vermeide ich jetzt mal. Wehe, du sprichst mich... Ich sagte, wehe, du sprichst mich an. Was macht er? Er spricht mich an. Ich habe mir gerade eine neue Strategie ausgedacht. Das ist mir egal.
Ich will in die Stadt. Und du wirst mich nicht daran hindern, du mit deinen zwei lächerlichen Pokémon. Puzzlebohr. Hey, du bist doch so eine taube Nuss. Meine Witze werden auch nicht mehr. Meine Witze werden langsam alt. So, Schockwelle. Kill aber. Sehr schön, dein erster One-Hit-Kill. Ich bin stolz auf dich, Elisseba. Und na, Kiesling. Dann müssen wir wechseln und holen uns unser Wasser-Pokémon raus. Na, los, Affe. So, jetzt kann ich euch gleich zeigen, warum ich in der grauen Edition einen Kiesling ins Team haben will. Aus dem Grund, weil es die Fähigkeit Robustheit hat, wird nicht gewonnen-hittet. Das ist ein echt krasser Effekt. Den könnte man mit Notsituationen kombinieren und dann noch Rucksack gibt. Das ist echt ein geiles Pokémon dann. So, und dafür schlecke ich es mal ab. Weil ich für ein Eis halte. Ich konnte einfach nicht für eine bestimmte Strategie entscheiden. Ja, schön. Ausreden über Ausreden. So, jetzt gehen wir erstmal in die Stadt. Wir sind in die Stadt. Und wer ist? Sprich mich. Bell. Und dann. Hätte ich doch mehr Pokébälle gekauft, dann wäre mir das Pokémon eben nicht durch die Lappen gegangen. Hallo Trainer. Ich finde ja, Tränke leisten einem auf jede Weise wertvolle Dienste. Die gehören immer ins Gepäck. Du sag doch mal, wo spielst du lieber, drin oder draußen? Weder noch, überhaupt nicht. Aha, alles klar. Dann sag mir doch auch noch, ob dich eher Dinge interessieren, die jeder weiß oder solche, die niemand kennt. Wieder noch. Keine Interviews, bitte. Nein! Ich will doch nur für meine Pokémon heilen. Sharon, lass mir in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du regst mich auf. Ja, das ist das Pokémon Center. Wenn du weiter schnurstracks weitergehst, findest du das Pokémon Center. Und wo wir gerade dabei sind, vielleicht hilft dir das hier weiter. Boah, Bestechung, dass du mich 10 Schritte begleitet hast bis ins Pokémon Center. Schönen Dank auch, und mich vollgequatscht hast. Gib diese mal rum, wer rein in sein Pokémon und es wacht sofort auf, wenn es von einem Gegner in den Schlaf gehüllt wurde. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Die Arena-Leiterin von Septeron City kämpft mit Pokémon vom Typ Normal. Wenn du mit Kampf-Pokémon gegen sie in den Ring steigst, hast du also ganz eindeutig die Nase vorne. Boah, da können wir uns bald unser viertes Pokémon schon fangen, unser viertes Team-Pokémon, leck mich doch fett. Es ist ein Kampf-Pokémon, ja. Unser viertes Team-Pokémon ist ein Kampf-Pokémon, und zwar ein richtig heftiges. Das werden wir aber im nächsten Part erst fangen. Wenn wir schon von Fang sprechen, kaufen wir uns ein paar Bälle. Nein, keine Briefe, leck mich. Briefe, hier. Ey, Quatsch, Bälle, nicht Briefe. Super, wir kaufen uns mal 5 Stück. Und normale Pokébälle kaufen wir uns 10 Stück. Und ihr seht, es sind mehr Items zum Verkauf. Das liegt daran, weil wir schon einen Orden bekommen haben, ja. So, jetzt gehen wir nochmal in die Route und machen die Trainer fertig, die wir dort ignoriert haben, weil wir unser Pokémon heilen wollten. So, jetzt will ich Serpifeu an vorderster Front setzen, weil es sich entwickeln soll. Das können wir die ganzen Trainer ansprechen. Ein Aufwecker haben wir hier gefunden. Halt, ein schlafendes Pokémon. Das Gelernte wirklich zu meistern und man es auch anwenden. Streberin, geh zurück in die Schule. Mach deine Hausaufgaben und was weiß ich. Nagelotz, langweiler Pokémon. Ich werde dich sowas dann in den Boden stampfen, aber leider kann mein Seppelvoll kein Stampfer, also geht es nicht. Das ist aber ein Volltreffer. Na, Schwein gehabt. Ganz schön bissig, dieses Nagelotz. Ja, es ist aber gut langsam hier. Deckel! Ach komm! Das ist doch nur eine Verzögerung, ich bin vor. So. Tschüss.
Level up bitte. Yes. Was? Gras? Grasmixer? Denkt eventuell gegen die Neuigkeit. Ist aber ziemlich ungenau. Aber hat mehr Angriff als das Rankengebiet und ist spezial. Aber ich würde sagen, wir vergessen Wickel, oder? So, hat Wickel vergessen und Seppifeuer lernt Grasmixer. So ein Wichser lernt Grasmixer. Okay, dann testen wir die Attacke mal. Grasmixer. Boah, nicht schlecht. Ja, okay, das war ein Volltreffer. Und jetzt entwickelst du dich, bitte. Ach, entwickelt sich Level 18. Ich hasse dich. Ich dachte, du wärst cool. Naja, super Ball für uns. Und warst du schon? Sind wir deswegen extra zurückgerannt? Ich schätze ja. Ja, das ist auch so. Oh je, je. Dieses Spiel hat vielleicht einen komischen Aufbau. Okay. Gut, dann gehen wir wieder ins Center. Ins P-Center. Und, ja. Ins P-Center. P-Center! So, und im nächsten Part erkunden wir die Stadt und fangen dieses Kampf-Pokémon, das wir für den Arena-Leiter oder für die Arena-Leiterin in dem Fall brauchen. Bis dann, Servus!